Oh no, you're not putting that on the internet. Mm. Philosophers are a waste of space. They only achieved one thing in 2,000 years. And philosophy has only achieved one thing, and that is to justify the existence of philosophers. It's an interesting statement, don't you? They haven't affected the real world. Mm. Waste of space. Mm. There's a certain layer of intellectuals who are very intelligent, but they can bullshit about anything, and they do. I mean, I may oppose to that because it's the mother of all other sciences. Mm. It started with philosophy. And I mean, a natural scientist is someday the monks in the Middle Ages, in the medieval ages, decided to look at the things and not anymore in front of God. They look over the things and they're doing experiments, for example, like the late Mendel or other guys, or Schwarz with the Schwarzpulver. It comes from philosophy. I mean, okay, but I disagree that it started with philosophy. I think they were polymath, and there was science and beliefs, and it was mixed. They weren't primarily philosophers. That may be how some people view it nowadays. Und dann sind wir auch darauf gekommen, warum das relevant ist, weil du mit dem Begriff Ethik operierst. Der ist ja für dich relevant, Ethik. Yeah, applied ethics. Mm-hmm. Yeah. I wouldn't actually change the world, and philosophers talking about ethics don't change the world. Yeah, they just justify their own existence. So you're Marxist. Ich wollte gerade sagen, Marx hat das gesagt, Marx, ne? Marx said it's important to change the world, not to talk about it. Mm-hmm. Well, then I agree with that. Mm-hmm. Let's not label me Marxist. Also philosophy ist die Droge, nee, das Morphium des Volkes oder wie? Er sagt ja auch, Religion ist die Droge für das Volk. Was heißt denn jetzt Reifegrad auf Englisch? Grade of maturity? Yes, the level of maturity of a certain faculty of science is measurable. It depends mm-hmm. on the degree of formalization. Mm-hmm. More formalized the science is, yeah. the more mature is it. Right. Yeah. Yeah. For example, we can say physics is but they are talking about black holes, parallel universes and dark matter and all that stuff. I think I'm... Quantum mechanics. Quantum mechanics is proven. Mm-hmm. Mm-hmm. Theory of relativity is also proven. But string theory, mm-hmm. Big Bang theory, mm-hmm. for me, Big Bang theory is... Fernsehformat. It's a physicist's substitute for God, is Big Bang. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. And you know we have a new kind of development inside theoretical physics, loop quantum gravity. Mm-hmm. And there are a few guys, one from India, I forgot the name, one from Germany, Martin Bojowald, working in Philadelphia in US at the university. Mm-hmm. And he wrote a book, Beyond Big Bang. He did a simulation and he is now, let's say, 25 minutes before the Big Bang, and he's promoting the theory of a breathing universe. Yeah. Wie pulsierendes. Which seems... Oder oszillierendes. I mean, to some extent, I believe that to the basic conditions of our universe belongs the fact that it creates life and it comes partially to consciousness. Mm-hmm. It's a feature of our universe. Und Multiversen? Yeah, we are the proof. Yeah. There are certain hyper-complex structures called humans who came to themselves over the... Die Natur wird sich ihrer bewusst, gibt es manche, die das sagen. Die Natur wird sich ihrer selbst bewusst. Partial. Ist ein Bild, eine Metapher oder ein partial. Bild. Ja. Genau, partiell, ja. Intersubjektiv ist dann so ein Ziel. Klar, ja, wir wissen es aber auch nicht so. No, ne? We don't know. So ganz genau weiß man es nicht. Das ist das Schöne, ne? Und da kann man halt Geschichten zu erzählen. Das ist Marc Steinheitzhorn Förster. Dass der, das wo du eben, wo du eben auch ein bisschen interveniert hast, wo ich gesagt habe, da kann man schön mit spielen. Da habe ich gemerkt, eins von Förster. Dir geht es ja nicht um Spielen. Du willst also nicht spielen, du willst konkret. Also bist du Rationalist auch?
Rationalist, yes. Rationalist, ja. Oder könnte man sagen, ich suche jetzt ganz primitive Label sozusagen. Ich bin konkret, ich bin ein Engineer. Ja, ich muss eine Lösung finden. Genau. Ja? Es gibt ein Problem. Richtig. Es muss nicht, die Lösung muss nicht perfekt sein. Aber effektiv und passen. Systematisch Verbesserungen. Ja, also muss anschlussfähig sein, ausbaufähig. If you are able to describe your problem precisely in terms of formal relationships, interconnections, mathematical things, then you are able to construct the machine who does the same. That's the attempt of an engineer. Yeah. Engineers are the changers of the world. Yeah, absolutely. So scientists have to dig for knowledge, and engineers apply it. Ah, das, ich habe die ganzen Kategorien, die sind, da habe ich alle aufgelöst. Also Forschung und Entwicklung. Nietzsche, meine Mutter hat mich immer mit Nietzsche zum Einschlafen gesungen, hat die mir Nietzsche vorgesungen. Gott ist tot, Gott ist tot. My friend Rudolf Kehr once put a sentence in a video interview on TV. And I have the opinion that the death of God will change our arithmetics. It's a strong statement, no? Das ist schon Entropie. No, no, not entropy. Aber es ist immer ein Wort, du brauchst nur ein Wort so. Entropie und dann, no. Yes, let's talk about Entropy. Yeah. La. The second sentence of thermodynamics. Ja, so viel Scheiße ist über Entropie gesprochen. Da, komm, wenn man es formuliert, man fängt an, in ein System, das geschlossen ist zur Energie, Punkt. Energetisch offen, aber operational geschlossen. Viele Leute haben ein Buch über Entropie gelesen und die sagen, oh ja, es kann man nicht überwinden, es ist ein Gesetz. Ja, aber wir haben Mengen an Solarenergie. Ja, the Earth is open to energy and not open to matter, except we build a rocket. And so the second law of thermodynamics does not apply to planet Earth. So shut up talking about entropy as if you're super smart and it applies to us. Order from noise. Order from noise. Das sind die Schlagwörter, die brauchen wir. Damit die jungen Leute alle auf so einen Wagen und dann müssen die durch die Stadt ziehen. Da gibt es die Kommunisten, habe ich gesehen, in Köln. Und die jungen Leute tun dann ihre Parolen da. Ne? Das macht Spaß. Ne? Das ist wie Jonathan Mises, so ein Künstler, der würde jetzt sagen, ja, das macht Spaß. Okay, I think something is going on inside.